Nur noch 2 UX-Charlie-Videos, dann ist schon wieder Weihnachten. Auch ich bin absolut im World War II Grind. Meint ihr, er schminkt sich? Bevor wir das Video starten, jetzt aber jedes Mal noch ein Pack-Opening hier. Episch. Ja, gut. ja. Das war's denn mit Pack-Opening. Gewinnen Sie einen Abschuss bestätigt, Spiel, Leute. Das ist mein Ding, das ist mein Ding. Ich bin bereit für den Fight. Vielleicht, und ich meine auch wirklich nur viel leicht, sind die Call of Duty Servergötter mit und wir kommen insgesamt in über 2 Lobbys in diesem Video. Ablehnen? Nee, kein Ablehnen. Nur gewinnen möchte ich. Leute, ich fange ein neues Video an und jemand schreibt mir, dass er was über meinen Amazon-Link bestellt hat. Und UX Charlie sah, dass es gut war. So, der erste Gottesvergleich ist jetzt schon in diesem Video gefallen. Übrigens, vielleicht sehen schon ein paar Leute hier mein UX-Emblem, also... Übrigens, Leute, falls ich mal ein UX-Emblem-Tutorial machen soll, dann... Dann gib mal ein Like. Wir haben eine Lobby gefunden. Und ich, Leute, ich habe das Spiel jetzt ohne Scheiß wirklich schon gesuchtet, ja? Ich war auf YouTube jetzt in der letzten Zeit nicht so aktiv, aber ich bin das 4. Mal dieses Jahr zurück. Ach, man kann doch die Waffen angucken. Leute, ich habe das Spiel jetzt ohne Scheiß wirklich schon gesuchtet, ja? Einfach Dreiecke drückt halten und einen Daumen auf das Video geben. Also einen Daumen hoch. Aber ja, Leute, seit dem letzten Fortnite-Video hat sich sehr viel getan, ja auch im YouTube-Zimmer von UX Charlie. Oh. Übrigens, Leute, falls ihr es noch nicht gehört habt, dann gibst du jetzt nochmal. Nicht den Zaun vom Spiel. Vom Mikrofon jetzt einfach nur. Every day, Sarah. Nein, Leute, aber jetzt mal ich habe einen neuen PC. Oh yeah, boy. Da hinten hin einfach mal. Ja, das war, glaube ich, dumm. Oh. Ja. Leute, der Baba ist back. Hier übrigens, falls ihr es mal seht, also mein Controller verzieht immer so ein bisschen da links. Ich glaube, der ist einfach Schrott. Leute, ich kann nur treffen. Leute, live nuklear oder was? Leute, UX Charlie, der Typ ist unaufhaltsam. Charlie, der 5. Mann im neuen UX Gaming Lineup. Wir droppen UX Random, es ist Zeit für UX Randy. Huch? Bro, oh, Bro. Yeah, yeah. Ich glaube, die Server sind nur wegen mir überlastet. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungstipps jetzt habt für das YouTube-Zimmer von UX Charlie, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare jetzt. Also ich brauche wirklich Feedback dazu. Soll ich das jetzt einfach so lassen? Und wenn das hier so im Hintergrund ist, irgendwie so mit TweetDeck oder so. Also wenn ihr mir tweetet, Leute, das ist eine ganz kleine... Wahrscheinlichkeit. Ja, das Wort mal gerade. Ne? Dass ihr hier im Video vorkommt. Leute, einfach @uxcharlie einen Shoutout geben oder so. Wir spielen hier auf jeden Fall auf Pointed Horror. Komm, lass mich doch einen töten, damit die Leute hier sehen, dass ich snipen kann. Komm bitte. Ich hasse mich selbst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worüber ich in dem Video jetzt hier eigentlich reden soll, aber ich war in den letzten 2 Wochen auf 2 Konzerten, einmal bei Logic und einmal bei Kraftklub. Logic war halt geil, weil der Typ mit seiner Musik Call of Duty und generell die Gaming-Szene extrem geprägt hat. Es reicht die ganzen alten Face-Videos. UX hat auch eine alte Montage mit Logic-Song. Den dann nochmal live zu sehen, war halt irgendwie richtig geil. Und das extrem krasse bei Logic war halt einfach, dass da nur 1000 Leute oder so in Hamburg waren, aber 2 Leute mich erkannt haben. Und passt auf, Leute, wisst ihr, woran mich einer der beiden erkannt hat? An den Schuhen. Ich habe 2 Tage vor dem Konzert ein möchtegern lustiges Bild von meinen Schuhen auf Twitter gepostet. Und der hat das Bild gesehen und hat mich dann an den Schuhen, die ich getragen habe, erkannt. UX Charlie Fashion Killer. Wollen wir denn so ein riesiges Schuhregal hier im YouTube-Zimmer ein? Und da stelle ich dann alle paar Schuhe, die ich habe, rein. Das sind 4 Stück. Aber es wird heftig, Digga. UX Charlie, der neue Upgrade. Und das Kraftclub-Konzert, was dann am Dienstag war, absolut Ende, ja. Da waren so ungefähr 7000 Leute in der Sporthalle in Hamburg. For fuck's sake. Ich meine, allein schon die Vorstellung, dass mich einfach das Doppelte an Leuten, die in dieser Halle waren, abonniert haben. Halleluja. Why do you yell my name for no reason and say nothing? Bro, shut the fuck up. I'm trying to do a commentary right now. You're gaming, you're being dumb. I'm not really dumb. You are, actually. Bro,
Who got Donald Trump as president, motherfucker? So the armor shutting up, motherfucker. Do that again. Don't do that again. I don't care, bro. I'm ripping these kids. I'm booming these kids, bro. So ich einfach mal ein englisches Commentary ab. Jetzt machen einfach durchziehen. Einfach durchziehen. 16 zu 4 UX Charlies in der Lobby, Freunde. Nun ja, aber bei dem Kraftklub-Konzert waren dann halt eben diese 7000 Leute ungefähr in dieser Halle, ja? Alle Leute haben in diesem riesigen Raum einfach geschwitzt. Die Leute, die ohnmächtig geworden sind, wurden dann so Stage-Dive-mäßig nach vorne getragen. Auch wenn ich jetzt nicht so der Hardcore-Kraftklub-Fan bin oder so, aber das war another level, ja? Vorher wusste ich nämlich auch nicht, wie politisch links diese ganze Fangruppierung praktisch von Kraftklub auch ist. Mir war schon durch die Texte ein bisschen bewusst, dass die Band an sich natürlich ziemlich links gerichtet ist. Die haben einen Song von den Ärzten gecovert. Das heißt irgendwie Stummer Schrei nach Liebe oder so? Nein, nein, nicht der Kollege Diss-Track von Flair. Auf jeden Fall handelt der Song so ein bisschen so davon, wie scheiße denn Neonazi sind und sowas halt, ne? Also wir werden jetzt hier nicht politisch in dem Video, ja, aber so im Allgemeinen. Und nachdem die den Song gespielt hatten, hat der ganze Saal, ohne Aufforderung von der Band oder so, haben die einfach alle angefangen zu schreien, Nazis raus, ja? Es ging über eine ganze Minute oder so, die ganze Zeit immer wiederholt. Ich meine, davon ganz abgesehen, dass sich die Aussage eigentlich so politisch widerspricht. Also ich meine jetzt nicht so ein UX Charlie widersprechen, so von wegen, ich mache jetzt mehr Videos und dann kommen alle drei Wochen eins. Das ist jetzt aber auch nicht das große Ding. Ich habe mir dann einfach vorgestellt, wie 15.000 Leute auf einem Fleck einfach alle zusammen schreien, UX Charlie ist gut in Call of Duty. Ich meine, stell euch das mal vor. Ich würde weinen. Wir simulieren das jetzt heute einfach mal, indem ihr einfach alle ein Like auf dieses Video abgibt. Ich erwarte auf dieses Video 15.000 Likes. Aber jetzt nochmal auf das Spiel zurückzukommen. Ich feiere World War 2 wirklich. Nur die Server sind halt scheiße. Aber wo mein Call of Duty Skill aktuell in World War 2 noch moderat ist, macht mir das Spiel wirklich Spaß. Moderat. Die Betonung lag auf moderat. Die Betonung lag auf noch. Nein, nein, aber ich hoffe wirklich, dass es in der nächsten Zeit besser wird mit meinen Uploads. Ich versuche wirklich öfter Videos hochzuladen. Ab heute. Ja, aktiviert diese Glocke, dann verpasst ihr nichts und dann seht ihr halt einfach immer jedes Video. Gebt einen Daumen hoch, teilt es bei Twitter, edit mich auf Snapchat, Z-Charlesen. Abonniert alle meine Twitter-Bilder und meine Instagram-Videos, was wir wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mitbekommen haben, weil das UX Charlie hat so ein bisschen zugenommen. Aber Leute, dazu mehr im nächsten Video, was dann im Dezember online gehen dürfte. Ein paar Leute haben mich auch gefragt, ob meine Gewichtszunahme vielleicht mit psychischen Problemen zu tun hat. Beziehungsweise keiner hat das gefragt. Aber da haben mich schon zwei Leute auf Snapchat fett genannt. Aber nein, Leute, das hat natürlich nichts damit zu tun. Es ist mehr so, ich wäre gern weniger wie ich, ein bisschen mehr so wie